Widerrede. Widerrede ist eine Gegenrede, ein Einspruch. Widerrede sind auch Bedenken, die man hat gegen etwas. Meistens wird heutzutage der Ausdruck Widerrede im Kontext mit ohne gesprochen. Man kann sagen, ohne Widerrede wurde das so beschlossen. Oder ich dulde keine Widerrede. Ich will nicht, dass jemand etwas dagegen sagt. Wenn Widerrede untersagt wird, dann kommen oft schlechte Entscheidungen dabei heraus. Kein Mensch kann alles wissen, aber viele Menschen wissen eine ganze Menge. Man sollte Diskussionen offen führen und man sollte nicht gleich sagen, ich dulde keine Widerrede. Natürlich, am Ende einer Diskussion muss man zu einer Entscheidung kommen. Und es gilt auch der Ausdruck, wenn du dich entschieden hast, dann verwirf die Alternativen. Aber bis man zu einer Entscheidung kommt, ist es gut, auch das Für und Wider gut abzuwägen. Und falls es keine Widerrede gibt, die Widerrede aktiv herauszufordern. Eben zu sagen, gibt es etwas, was dagegen sprechen würde? Und ich habe jetzt verstanden, dass ihr alle dafür seid. Aber auch wenn ihr dafür seid, gibt es etwas, was dagegen spricht. Widerrede sollte man durchaus auch herausfordern, um sicher zu sein, dass man alles berücksichtigt hat.